Mein heutiger Studiogast führt ein bewegtes und bewegendes junges Leben. Ausgezogen, um die Welt zu erobern, wurde sie früh komplett ausgebremst. Mit 23 Jahren erhielt sie die Schockdiagnose MS. Aktuell kämpft sie auch noch gegen den Krebs. Aufgeben und sich hängen lassen ist aber definitiv nicht ihr Ding. Sie ist eine Kämpferin, Influencerin, Mutmacherin und Aufklärerin. Bilder deines Lebens heute mit Verena Hecht. Und ich freue mich heute, dass sie da ist, Verena Hecht. Servus, Verena. Ich habe gesagt, ein bewegtes und bewegendes Leben. Die erste Frage ist natürlich, wie geht's dir aktuell? Ich würde sagen, ganz gut eigentlich. Ich habe gerade eine Phase, wo ich nicht so viel Arzttermine habe und nicht so viel im Krankenhaus verbringen muss oder sonst was, sondern einfach heilen kann. Mir geht's gerade ganz gut. Das ist schön zu hören. Ich muss sagen, Respekt, dass du deine Geschichte mit uns und den Zuschauern teilst. Ist es für dich eine Art der Verarbeitung, auch offen und offensiv damit umzugehen? Definitiv, absolut. Weil es einfach, wenn man es mit anderen teilt, dann ist es nicht ganz so schwer. Dann muss man diese Last nicht so komplett alleine tragen, so ein bisschen. Es ist auch dein Auftrag, beide Krankheiten, einmal MS und den Krebs, aus so einer Tabu-Ecke zu holen, dass man sich dafür nicht schämen muss. Man hat manchmal das Gefühl, dass die Leute sich dann eher zurückziehen, ja, und nicht mehr am Leben teilhaben? Voll, weil ich kann ja nichts dafür. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Meine ganzen Haare sind gerade weg. Wenn ich könnte, hätte ich sie noch so. Aber ich bin absolut der Meinung, ich kann nichts dafür. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Und warum muss ich mich jetzt verstecken, nur weil es für euch unangenehm ist vielleicht? Wie du von deiner zweiten Diagnose erfahren hast, kann ich mir vorstellen, zu dieser Schockdiagnose MS, die schon länger zurückliegt, jetzt auch noch Krebs, hast du dir irgendwann mal gedacht, mit dir gehadert oder mit dem Leben gehadert, warum gerade ich das auch noch? Ganz viel, ganz, ganz viel. Da denkt man oft drüber nach, weil man sich so denkt, so, ich habe doch schon genug. Ich habe doch schon, MS ist doch schon so viel, es hat mir schon so, es ist ein so großer Teil meines Lebens so ein bisschen, der so viel Zeit einnimmt. Warum jetzt noch sowas, was vor allem so, ja, wenn man am Anfang denkt man sich ja, okay, gut, dann bin ich nächste Woche weg, so ungefähr. Und es war schon krass am Anfang, weil ich mir eben dachte so, hey, ich hab doch schon, so, es langt doch. Ich habe mir lange überlegt, ob ich die Frage stelle, aber du hast es gerade so flapsig gesagt, bin ich dann weg. Ja. Hat man sich da wirklich auch mit dem Tod dann beschäftigt? Viele denken ja, Krebs ist Ende. Ja. In vielen Fällen ist es auch so, aber wie bist du damit umgegangen? Schwer? Wie soll ich sagen? Ich habe dann entschieden, ja, aber dann mache ich jetzt das Beste draus. So. Und das habe ich total radikal durchgezogen, so ein bisschen. So, dass ich mir nicht vorwerfen kann, ich hätte irgendwas verpasst. So. Und man denkt schon viel drüber nach, aber gleichzeitig, die Frage führt nirgendwo hin. Man kriegt ja keine Antwort darauf. Egal in welche Richtung man fragt, egal wie sehr man drüber nachgrübelt, du weißt es ja einfach nicht. Ich kann die Zukunft nicht beeinflussen. So. Und damit habe ich irgendwann, ich habe so ein bisschen mir gedacht, vielleicht ist das so, ich bin nicht komplett gläubig, aber ich glaube, dass es da oben schon irgendwas gibt. Und ich bin der Meinung, da oben hat sich schon überlegt, warum ich so viel tragen kann. Wahrscheinlich, weil ich es kann, weil ich so stark bin, dass ich es kann. So ungefähr. Aber es ist gutes Selbstbewusstsein, das hilft da oder dir weiter. Trotzdem kann ich mir vorstellen, es gibt nicht nur immer gute Tage, du kommst sehr fröhlich rüber, aber es gibt auch schlechte Tage, wo man mehr grübelt. Voll. Wer hilft einem da weiter? Kann man sich das nur mit sich selber ausmachen? Ich glaube, es wird schwer. Mir haben meine Katzen geholfen. Deswegen habe ich da auch ein Bild dabei. Nee, man ist schon sehr viel allein und man ist schon sehr viel einfach mit sich. Ja, auch so Arzttermine und sonst was, da ist man viel, man muss einfach viel aushalten. Und da war es für mich eben immer so, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, hatte ich meine zwei Katzis, die haben sich auf mich draufgelegt. Und dann haben wir meine Lieblingsserie angemacht und haben irgendwas Leckeres zu essen bestellt. Und dann war das einfach nur, ja, jetzt einfach nur, guck, dass es dir morgen wieder besser geht, so ungefähr.
Aber ich habe auch Familie natürlich und Freunde, die mir wahnsinnig den Rücken gestärkt haben. Mein Papa hat mich immer zu jeder einzelnen Behandlung gefahren. Ich hätte mir ein Taxi nehmen können, theoretisch bezahlt das die Krankenkasse. Aber mein Papa hat gesagt, nein, ich bringe dich bis vor die Tür. Und dann hat man einfach, das ist so ein emotionales Ding, dass man weiß, nee, da kommt, ich mache das jetzt nicht ganz alleine. So. Und das hat mir schon, da habe ich mich schon viel drauf stützen können. Und es hat echt geholfen. Also schweißt dann ein Stück weit auch zusammen. Total. Ich denke, es trennt sich die Spreu vom Weizen, von den Freunden auch. Ja. Weil man einfach nicht mehr so unbeschwert leben kann. Du hast drei Bilder mitgebracht. Ja. Welche Gefühle lösen die in dir aus? Also wenn ich das erste angucke, das ist halt, also ich vermisse meine Haare wie verrückt. Ich glaube, das ist auch ein einschneidender Moment, weil MS ist ja so ein Kampf, den sieht man nicht. Voll. Und beim Krebs wird es dann sichtbar. Genau. Es ist ja alles, womit ich mich und meine Identität so ein bisschen strukturiert hatte, mir weggenommen worden. Meine Augenbrauen, meine Wimpern, die sind jetzt wieder nachgewachsen innerhalb der letzten paar Wochen. Aber ansonsten ist man komplett blank und man, wenn man sich eben kennt mit solchen Haaren und es ist schon komisch, weil man sich fast nicht wie man selber fühlt, so ein bisschen und schon sehr, ja, man geht sehr nach innen. Ich bin sehr nach innen gegangen, dass ich musste mir so wirklich selber beibringen, du bist mehr als deine langen Haare und deine wunderschönen langen, also sonst was. Und was für ein Gefühl. Ich möchte wieder hoffentlich bald so aussehen. Zwischendrin, ich habe die Haare dann pink gefärbt gehabt, direkt nach der Diagnose, weil ich versucht habe, was ist jetzt das Beste, was ich machen kann. Ich habe die Diagnose gekriegt und mein erster Satz zu meiner Mama war, Mama, ich färbe mir die Haare jetzt pink. Weil sie fallen ja eh aus. Und das ist was, kann man das ausprobieren. Genau, also hab ich noch nie gemacht so. Deswegen. Auch da eine Grenzerfahrung vielleicht. Total. Verena, wir möchten auch an den Anfang blicken. Ja. Ich habe gesagt, Welt erobern, große Träume. Dann war alles auf einmal anders. Aber du hast dir gedacht, Studium waren Pläne. Ja. Wie war das so zu deiner Kindheit? Das war natürlich alles noch sehr unbeschwert. Alles. Voll. Ich habe ja also meine MS, wie gesagt, das war alles noch kein Thema. Man denkt ja an sowas nicht. Und ich habe auch, meine Eltern waren auch immer sehr gesund und ich habe über sowas nie nachgedacht. Und dann mitten im Studium, wie gesagt, die Diagnose zu kriegen, wo es dann auch so schwerer wurde, also es war dann nicht mehr das erste Semester oder so, ich war dann mit zwei Kämpfen beschäftigt. Nicht nur Prüfungen bestehen, sondern auch, scheiße, ich muss da, mir geht es so schlecht, ich kann mich kaum in die Uni schleppen, so ein bisschen. Wie hat sich das erste Mal bemerkbar gemacht, dass was nicht stimmt? Hast du es gleich gemerkt? Also bei der MS war es so, mein linker Arm war komplett taub und das habe ich irgendwie gar nicht ernst genommen am Anfang. Ich habe mir so gedacht, ich habe mir halt irgendwie einen Nerv eingeklemmt, so, weiß ich nicht. Aber irgendwann war es dann so lange, dass man dann doch mal zum Arzt geht, so. Und dann kam Schwindel dazu und beim Schwindel wird man dann doch so ein bisschen so, hä, Moment, irgendwie jetzt stimmt irgendwie was nicht so richtig. Und dann ging halt der Ärztemarathon los. Und dann irgendwann kommt man zum Radiologen. Und als dann der Radiologe so leicht gestresst und panisch aus dem Zimmer rauskam, wusste ich, und die Stimmung auch so anders wurde, dann wusste ich so, oh, jetzt ist irgendwas nicht ganz so, wie es sein sollte. Jetzt ist es nicht nur ein kleiner Schnupfen, so ungefähr. Was gab's oder was, wie, welche Auswirkungen gibt es da auf dein Leben? Da gibt es ja immer die Schübe, die man so kennt. Ich glaube, viele wissen gar nicht, um was es da wirklich dreht. Ja. Aber wie beeinträchtigt dich das? Also ich muss sagen, bei mir, ich kann halt sehr schlecht planen, geht es mir heute gut, geht es mir morgen gut, geht es mir übermorgen gut. Es kann sich von jetzt auf gleich alles ändern, weil sich mein Körper dazu entscheidet, dass es mir jetzt einfach dann schlecht geht. Das bedeutet vor allem sehr oft, wenn ich Termine habe oder so, dass ich sie absagen muss, weil es mir so schlecht geht, weil ich einfach nicht kann, weil ich Schmerzen habe, weil ich also so Erschöpfung, Fatigue habe, dass ich, es geht nichts so. Und das ist für viele Leute, die halt so ein sehr geregeltes Leben haben, Job etc. pp., man wirkt dann, als wäre man ein sehr unzuverlässiger Mensch, wenn man sein Leben nicht
auf die Reihe kriegt, so ungefähr. Dabei ist es ja nicht was, wo ich kann nicht sagen, jetzt Moment, in 4 Stunden sagt mein Körper jetzt, mir geht's nicht gut. Ich habe das nicht in der Hand. Das passiert einfach und das ist sehr schwierig oft. Da ist wahrscheinlich auch viel Verständnis gefragt für alle und für alle Seiten. Ja. Du hast dann für dich Social Media entdeckt, wahrscheinlich schon auch vorher. Ja. Aber auch um aufzuklären, um Mut zu machen, war es für dich da erstmal eine Überwindung, sich wirklich zu zeigen, wie es auch die Realität ist? Sonst ist es ja eher so eine Scheinwelt, wo alles perfekt ist. Ja, doch, total. Also am Anfang habe ich da auch total mitgemacht bei dieser Scheinweltsache. Bin nie ungeschminkt vor die Kamera gegangen, nie irgendwie so, weil man irgendwie so, boah, man will ja irgendwie sein Bestes so ein bisschen zeigen. Aber ich habe dann genau das Gegenteil gemerkt, wenn ich dann über die MS gesprochen habe, auch jetzt mit dem Krebs, dass die Leute mir eben zugesprochen haben und mir gesagt haben, Mensch, ich finde es geil, dass du gerade total ungeschminkt und kaputt und nicht vorteilhaft vor der Kamera sitzt, weil du mir das Gefühl gibst, ich bin nicht alleine in dem, was du in diesem Kampf. So, klar folgen mir natürlich viele Leute, die auch diese Krankheit haben. Man hilft sich gegenseitig, man gibt Tipps weiter etc. Und da ist eben so dieses Gemeinschaftsgefühl. Du bist nicht alleine, wir machen das beide hier gerade. Wir sitzen beide in diesem kalten Ärztezimmer und warten darauf, dass hoffentlich positive Nachrichten beim nächsten Bluttest rauskommen. So. Gibt es da für dich Grenzen, wo du sagst, okay, bis hierhin, aber nicht weiter? Absolut. Also ich gebe nicht preis, bei welchen Ärzten ich bin, bei wem ich mich behandeln lasse, wo genau vom Ort oder sowas. Das gebe ich auf keinen Fall preis, das möchte ich nicht, weil da möchte ich meine Privatsphäre einfach halten. So, aber so, ich sag mal, wenn es jetzt wirklich nur darum geht, wie ist meine Therapie abgelaufen, dann erzähle ich das schon. Aber wie gesagt, ich sage jetzt nicht, ich war in diesem Krankenhaus, ich habe mich bei diesem Arzt operieren lassen oder sonst was. Weil da ist dann, ich möchte jetzt nicht, dass jemand vom Krankenhaus steht und mir dann Hallo sagen möchte oder sowas. Also deswegen. Also da ist eine klare Grenze. Du warst auch 3 Jahre in Amerika, glaube ich. Fünf waren es sogar. Ja. Wie hat dich das beeinflusst? Ich glaube, das ist ja was ganz was anderes, Los Angeles. Ja, es war toll. Also Schauspielerei. Genau, Schauspielerei, Modeln auch. Wahnsinnserfahrung, weil die Leute ganz anders sind und eben sehr viel mehr oft Selbstbewusstsein haben und einfach ihr Ding machen und nicht so verkopft sind, wie wir Deutschen sehr oft. Und das hat mir oft eben Mut gemacht, weil ich mir dann dachte, so, hey, die machen auch einfach. Die denken gar nicht wirklich drüber nach. So. Und hat mir eben sehr viel Selbstbewusstsein gegeben in der Social-Media-Sache, die ich mache und sowas, weil ich mir oft denke, so, Moment, aber du zeigst ja nichts, was du jetzt irgendwie erfindest oder so. Das ist ja wirklich dein echtes Leben, was hier gerade so ein bisschen passiert, so Teile davon, so. Und ja, ich habe so viel dazugelernt über mich selber, über andere Kulturen und etc. pp. Wie so Großstädte, Nürnberg ist ja doch nicht die größte Stadt. Ist schon groß, aber nicht so groß. Aber nicht so groß wie Los Angeles zum Beispiel. Und ganz anders. Aber ich habe viel, es war eine tolle Erfahrung, ja. Aber dich hat es dann schon wieder zurückverschlagen? Ja, Corona hat mir ein bisschen den Boden von den Füßen weggezogen. So. Das stelle ich mir auch schwer vor. Du hast vorhin erzählt, Hochrisikopatientin und dann darf man auf einmal gar nichts mehr machen. Genau. Da muss man auch aufpassen, dass man die Kontakte nicht verliert, kann ich mir vorstellen. Voll. Also ich bin sehr auf mein Handy angewiesen oft, dass ich sage, dass ich Freunde einfach mal anrufe, hey, ich habe heute keine andere Person gesehen, ich bin nur in meinem Zimmer gewesen, aber würdest du mal eine Stunde mit mir telefonieren? Dass ich das Gefühl habe, dass ich soziale Kontakte heute auch so ein bisschen habe. So. Also es ist schon für mich wirklich so ein fester Teil von meinem Leben so ein bisschen. So. Aber das können wir zum Glück einigermaßen abhaken, dass uns die Corona-Pandemie nicht mehr so sehr beschäftigt und dass fast alles wieder normal ist. 2 Bilder haben wir eigentlich schon abgehakt. Ein drittes hast du auch mitgebracht. Was sehen wir da drauf? Also dich natürlich? Ja, also das erste Bild ist ein ganz typischer Modelshoot von mir gewesen. Da bin ich für einen tollen Job gebucht worden und da bin ich total
stolz drauf, so ein bisschen. Das zweite ist, wie gesagt, da habe ich mir die Haare gefärbt und sehe für mich total anders aus und bin so, wow, okay, krass, du hast jetzt pinke Haare. Und das letzte Bild ist gar nicht so alt. Das ist vielleicht jetzt so 2 Monate alt. Das war direkt nach meiner letzten Chemo. Ich habe meine Katze auf meiner Brust, das ist die Gracie, meine Maus, die mich immer angenommen hat und mich geliebt hat, ohne dass ich irgendwie mir hätte Mühe geben müssen und die ganze Trauer, den ganzen Schmerz von Chemo und sowas mir geholfen hat, das zu verarbeiten und so. Es ist krass, wenn ich mich da angucke, weil ja, ich habe keine Augenbrauen, ich habe keine Wimpern. Ich habe zwar mir Augenbrauen tätowieren lassen, so blöd das klingt, für mein eigenes Ästhetikempfinden, aber ich bin ansonsten, das bin nicht so richtig ich, aber trotzdem gehört es zu dir. Gehört es zu mir, ja. Da muss man sagen, lebenslustig auf jeden Fall. Ja. Deine Krankheiten, muss ich ja sagen, beschäftigen dich. Trotzdem ja. Versuchst du auch beruflich immer weiter Gas zu geben. Wie schwer ist das alles zu vereinen? Du hast gesagt, Modeln, ja. Schauspielen, ja. Übersetzerin. Ich hoffe, das ist auch noch aktuell. Auch noch. Also dir wird auch nicht langweilig. Ist es schwer, das alles zu koordinieren? Definitiv. Also gerade wenn halt ich bin deutlich öfter krank als der normale Mensch. So, und muss dann was absagen und muss einen Job verschieben oder sagen, hey, ich brauche länger Zeit für diese Übersetzung, ich bin gerade wieder krank. Und wenn man mich jetzt nicht so, privat kennt und mich so gut kennt, dass man jedes Detail weiß, wie aufwendig das ist, dass ich so eine Krankheit zu bestreiten habe, so, wie gesagt, dann kommt wieder so diese, ach, die ist ja einfach nur unzuverlässig. Auf die kann man sich ja nicht, die hat ihr Leben nicht im Griff so. Dabei ist es oft einfach nicht, liegt es nicht daran, dass ich das nicht möchte, aber trotzdem füllt es mich total aus. Und ich würde mir wünschen, dass, ich gehe ja sehr offensiv mit der ganzen Sache um, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie sich vielleicht mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, wenn ich jetzt eben sage, ich bin ja wirklich so, ich schreibe das fast in jede Bewerbung mit rein, so, hey, ich habe MS und übrigens mittlerweile auch Brustkrebs. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr so leichte Anhaltspunkte habt, was mir schwerfällt. Weil es ist am Ende des Tages eine Behinderung. Und dass ihr einfach nicht die Ansprüche habt an einen gesunden, total mitten im Leben vitalen Menschen. Ich kann einfach nicht die komplett gleichen Ansprüche immer erfüllen. So manchmal das Gefühl, da hat man schnell den Stempel drauf. Total. Also das ist ja so in der Gesellschaft, Schublade auf, rein, ja. Und dann kommt man nie wieder raus. Voll. Vor allem, weil es ja so, viele Leute verstehen nicht, dass es gibt ja einfach so viel Grad von Behinderung. Also das, nur weil ich die eine Sache nicht gut kann, heißt das nicht, dass ich eine andere Sache ganz, ganz toll kann. So, ich habe ein paar Sachen, mit denen ich Probleme habe, wo ich Hilfe benötige, wo man mir ein bisschen unter die Arme greifen muss. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich nicht sprechen kann, dass ich nicht auf einer Bühne stehen kann. Das funktioniert super. Ja, ich kann trotzdem auf einer Bühne stehen. Ich kann trotzdem einen Fotoshoot absolvieren, wenn es mir gut geht an einem Tag. So, wo es bei mir hakt sehr oft, ist, dass ich, manchmal bin ich unpünktlich, ich gebe es zu. weil solche Sachen sind oft. Oder dass ich halt nicht so den Energielevel so lange aufrechthalten kann, wie jetzt andere sehr gesunde Menschen sowas. Ein Mensch, der eine Behinderung hat, ist nicht wie jeder Mensch, der eine Behinderung hat. Jeder Mensch ist trotzdem ein Individuum. Also da muss man sagen, da gibt es noch viel Aufbauarbeit zu leisten in dieser Hinsicht. Ich denke mal, psychisch haben wir schon besprochen, aber gerade Chemo ist auch für den Körper richtig anstrengend. Wie hast du das erlebt? Nimm uns da mal ein bisschen auf die Reise mit. Ich habe wahnsinnig viel abgenommen und ich bin ja jetzt schon jemand, der hatte eine sehr normale Größe. So. Ich habe 12 Kilo abgenommen in der Chemo, was wirklich heftig war. Also ich hatte wirklich Untergewicht. Ich habe künstliche Ernährung bekommen im Krankenhaus dazu, obwohl ich ganz normal gegessen habe. Aber das Zeug ist so aggressiv, dass es einfach... Und dadurch, ich habe
tagelang nur geschlafen. Wenn ich dreimal am Tag gegessen habe, war ein Erfolgserlebnis, so sehr oft. Ganz viel wirklich Schmerzen, ganz viel, viel einfach Müdigkeit, Erschöpfung. Auch einfach, ja, man hat keine Lust mehr. Krankenhausessen ist nicht das beste Essen der Welt. Und, richtig, ja, und man will einfach so unbedingt diese Normalität so zurück. Und es ist sehr schwierig, das oft aufrechtzuhalten. So, wie gesagt, was hatte ich dann noch? Ich hatte mal eine Entzündung, die sehr lange gedauert hat, die mich davon abgehalten hat, dass ich dann die Chemo weitermachen durfte. Und dann wurde alles wieder rausgeschoben, weil man, so Sachen weiß man nicht, wenn man keinen Krebs hat, aber man muss beispielsweise immer die Blutwerte überprüfen, bevor die Chemo gegeben werden darf. Mhm. Und wenn die nicht gut genug sind, muss man die Chemo verschieben, bis es wieder okay ist und so. Und dann hier wieder eine Spritze. Und dann, es ist wirklich viel. Es muss immer mit Rückschlägen auch zurechtkommen. Ich denke, durch deine Erlebnisse haben sich die Prioritäten im Leben auch verschoben. Ja. Ja. Wo du gesagt hast, früher, wie alles noch, sag ich jetzt mal, gut war, habe ich eher so in den Tag rein hineingelebt. Es ist ein bewussteres Genießen der Momente. Ja, total. Für mich ist es jetzt einfach so ein, ich möchte immer das Beste draus machen, wenn ich das kann. Und eben Kleinigkeiten sind für mich eine total große Sache. Mein Lieblingsessen ist für mich wirklich ein Erlebnis so. Und ich freue mich da so arg drüber, dass das, ja, weil ich einfach, es ist eine große Sache für mich so. Also und deswegen sind mir viele Sachen, die vielen anderen Leuten sehr wichtig sind, nicht ganz so wichtig. Also da Prioritäten setzen, ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Eine Zukunftsperspektive, wie würdest du die beschreiben? Ich würde hoffen, dass es gerade so bleibt, wie es gerade ist, weil gerade ist gut. Gerade ist echt okay. So, also wie gesagt, gerade die OP gut überstanden und so. Jetzt kommt noch die Bestrahlung und ich sehe gerade ein Licht am Ende des Tunnels von dieser großen Behandlung. Und ich hoffe, dass es einfach so bleibt. Und dass es, meine Ärzte haben mir auch bestätigt, dass gerade alles sehr gut ist. So, ich hoffe, dass es einfach so bleibt. Und so wie es ist, ist gerade okay. Also da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Franken als Heimat, wir haben gesagt, ist nicht ganz so groß, aber genau der richtige Ort für dich? Ja, absolut. Ich habe meine Familie hier, ich habe meine Freunde hier. Ich bin hier aufgewachsen in Nürnberg. Ich kenne hier alles wie meine Westentasche so. Also es ist einfach, wir sind eine ganz, ganz tolle Stadt mit so viel Vielfalt, mit so viel Happiness und so viel. Beruflich, haben wir gesagt, gibt es da auch neue Projekte, wo du sagen kannst, die stehen jetzt demnächst an, wenn vielleicht die Bestrahlung dann auch vorbei ja, ist? Ja, also ich muss erst gesund werden, richtig. Das ist erstmal so das, wie soll ich sagen, das Ziel gerade so. Und dann würde ich eigentlich gerne genau da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Weiter mit Kampagnen arbeiten, die Diversität versuchen zu fördern, die Menschen mit Behinderungen in ihren Kampagnen zeigen möchten, die zeigen möchten, dass eben nicht jede einzelne Behinderung, es gibt unsichtbare Behinderungen, ich habe keinen Rollstuhl, ich habe keinen Stock. Da würde ich gerne direkt weitermachen. So. Wie siehst du es? Ich finde, gerade jetzt ist es schon so, dass ein Bewusstsein ein bisschen mehr geschärft wurde, dass auch viele Promis, die MS haben, sich sozusagen outen. Ja. Oder Fußballer, die Krebs haben, die dann wieder Comebacks feiern, hatten wir jetzt in Dortmund. Ja. Hilft es auch einfach weiter, um den Krankheiten mehr Öffentlichkeit zu geben? Sonst ist man ja schon in seinem Raum, wo man sich mit Betroffenen vielleicht eher austauscht und an die große, breite Bevölkerung gar nicht rankommt. Voll. Wenn man sich nicht so allein fühlt und man merkt auch am Ende des Tages dann in sowas, auch so ein großer Promi ist nur ein ganz normaler Mensch, der auch ein paar Kämpfe zu bestreiten hat und so. Und es ist wirklich so, das Gefühl von Einsamkeit ist mit Krankheit sehr nah beieinander und das hilft total. Und man kann sich gegenseitig helfen, weil man Tipps austauschen kann mit, hey, mir hat das total geholfen. Und es macht sehr menschlich, finde ich. Und ich gucke auch sehr oft Promis und Co., die mit Krebs, ich bin da
total, dass ich anderen Leuten einfach zugucke und sage, Mensch, guck mal, wir sitzen gerade beide da und haben eine doofe Infusion im Arm. So. Und kämpfen zusammen. Genau. Gab es da für dich auch neue Freundschaften, die entstanden sind? Total. Ich habe ganz viele Leute im Krankenhaus kennengelernt. Auch deutlich ältere, also gar nicht in meiner gleichen Lebensphase so ein bisschen, die auch alle Brustkrebs hatten, die mir auch eben erzählt haben, von wegen, du schaffst das. Ich habe so viel über meine Haare geheult. Ich bin in dieses Krankenhaus rein und habe denen allen erzählt, ich will meine Haare nicht verlieren. Und die haben mich alle nur angeguckt und haben gesagt so, Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres, glaub mir, das ist jetzt noch für dich wichtig und in ein paar Monaten ist dir das nicht mehr wichtig. Und am Anfang nimmt man das nicht so wahr, so, aber es ist so. Es ist einfach so, dass man dann, man nimmt die Menschen ganz anders wahr und ich habe eine meiner besten Freundinnen jetzt, ist die Gitti. Die ist 72. Die grüßen wir von dieser Stelle. Ja, vielleicht schaut absolut. Sie ja Fragen. Ja, genau. Ich sage ihr auf jeden Fall Bescheid. Ich schreibe ihr auf WhatsApp. Und wir sind. Auf WhatsApp mit 72. Die ist auf WhatsApp. Sehr gut. Ja, ja. Und die wir schreiben uns ganz oft: guck mal, ich habe heute das wieder gegessen. Und oh, toll, ich habe noch eine Chemo durchgemacht und so. Die kämpft noch ganz arg. Ich bin ein bisschen weiter als sie. Und wir schicken uns einfach gegenseitig Mut. Das ist ganz wichtig. Verena, ich sage vielen Dank, dass du heute da warst, deine Geschichte mit uns geteilt hast, so offen und ehrlich. Glaube ich, hat selten jemand darüber gesprochen, über das Schicksal auch mit zwei Krankheiten umzugehen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke. Und dass du dir deine Projekte erfüllen kannst. Und ich hoffe, wir sehen uns einfach wieder bei uns im Studio. Vielen Dank. Würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen und uns weiter austauschen. Das war Bilder deines Lebens heute. Wir sagen noch Tschüss und Servus. Thank you.